Hallo liebe YouTuber, es gibt coole Neuigkeiten, mega Neuigkeiten. Es haben so viele von euch gemeldet wegen diesen dicken Körben und ich hab wieder was bekommen. Und da zeige ich euch schon mal eine super Idee dazu, beziehungsweise ich habe die in einem anderen Video gemacht. Und ich habe in einem Video, da zeige ich den Video-Link, ja, das ist jetzt eine ganz tolle Idee für die Osterzeit. Man nimmt den Korb, stellt eine schmälere Vase rein, macht in diese Vase schöne hohe Zweige rein, zum Beispiel wie diese langen Zweige der Korkenzieherweide. So, Moment, muss ich erstmal rausbekommen. So, macht diese Zweige hier rein, ja, eben ein paar mehr, dass es schön buschig ist. Und dann geht man an den Kaminholzstapel, packt hier in den Kaminholz rein, die Holzscheite, und streut da einfach ein bisschen Heu drüber oder Stroh. Und das sieht so sensationell toll aus und kann es dann ganz toll mit Sachen für Ostern behängen. Also das ist schon mal eine super Deko-Idee für den Korb und der hat so eine schöne dicke Flechtung. Aber es kommt noch besser, es kommt noch viel besser, weil... Packe ich erstmal meine Weide wieder weg. Das ist jetzt ein wunderschöner Korb. Und es kommt noch viel besser, weil... Moment. Das war nur der kleine. Tada! Das ist jetzt also nochmal der große Flechtkorb dazu. Und von diesen Flechtkörben, ihr fragt ja auch immer, es gibt wieder eine reduzierte Anzahl. Und da zeige ich euch erstmal, wenn man denkt, boah, was mache ich denn mit so einem großen Korb? Also entweder du machst ein paar schöne Kissen und Decken auf der Terrasse rein, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Und den runden bekomme ich auch nicht mehr, die sind alle weg. Jetzt habe ich die eckigen bekommen und entweder, wie gesagt, so schön die Auflagen oder eine tolle Kuscheldecke. Oder man sagt, oh, ich hätte den Korb gar mal floral dekoriert. Also man kann auch einen tollen Olivenbaum reinpflanzen, einen schönen Baum. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsgefäß für einen Baum. Vor allem auch die zwei so im Duett. Oder man macht wieder so analog zu meinem Video mit den Azaleen. Ja, ich habe jetzt einfach mal zwei Eimer genommen. Ich nehme diese Eimer und mache die hier umgekehrt rein in den Korb. Da brauche ich also gar nicht so viel machen. Und wenn ich hier so einen anderen, zum Beispiel so einen runden Korb habe mit Frühlingsblühen, den stelle ich einfach hier rein, kann das mit ein bisschen Heidelbeere ausstecken oder ein bisschen Moos reinlegen und habe den dann auch ganz toll dekoriert eigentlich für drin. Und es geht natürlich nicht nur mit Tulpen. Ich habe das einfach mal vorhin so ausprobiert. Ja, das sind jetzt unsere Verkaufskörbe. Ich kann auch einfach einen Korb nehmen mit Azaleen. Ja, das hatten wir ja auch im letzten Video. Das sind jetzt drei Azaleen. Das ist also gar keine Masse. Wenn man die so ein bisschen auseinanderstellt, wirken die schon unglaublich toll. Oder, was ich natürlich auch noch machen kann, ich will euch ja immer viele Ideen zeigen. Ich nehme zum Beispiel einfach mal Efeu. Also ich habe das dann immer toll ausgebrüht. Und da kann ich ja, wenn ich will, kann ich noch ein paar Frühlingsblüher reinstellen. Ja, einfach zwei so Hyazinthen. Das macht auch schon viel Wirkung. Ist alles nicht gepflanzt. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, dann kann ich das natürlich auch ganz leicht und schnell austauschen. Das ist auch immer richtig schön. Ja, und so mache ich auch im Korb ganz schnell einen tollen Aufbau. Und jetzt fragt ihr natürlich auch, was kosten denn die Körbe? Ich habe nur Zugriff auf 4 Sets und dann sind die Körbe auch weg. Und das ist auch ziemlich Aufwand, die zu verpacken. Die haben richtig Gewicht und es ist auch echt Aufwand, die zu verpacken. Und ich versende die nur als Set. Das heißt also der große und der kleine Korb. Und das Set von diesen zwei Körben, das kostet 245 Euro plus 17 Euro Porto. Der ganze Aufwand, den ich habe, weil ich musste auch immer extra eine Kiste bauen. Ich habe keine Kisten, die so groß sind für diese Körbe. Den berechne ich nicht natürlich. Aber ja, also das ganze Set für 245 Euro.
Und dann hättet ihr auch wirklich echt was super, super Spezielles. Egal, ob für draußen bepflanzt oder für drinnen, weil die sind so dick, die Flechtungen, und so robust. Das ist eine Rarität. Und dafür habe ich das Video heute einfach mal kurz dazwischen geschoben und wollte euch das mal zeigen, weil das ist jetzt echt die Neuigkeit bei Flowerstyle. Und wenn ihr immer so schnell seid, dann kommen meine Kunden hier eigentlich kaum zum Zuge, weil meine Körbe, die gehen durch ganz Deutschland, bis Rügen und ins Allgäu und Schönebeck und wo überall hin. Ganz liebe Grüße an euch alle, und es macht richtig Spaß, euch die, ja, euch auch die schönen Sachen zu schicken und auch zu hören, welche Freude ihr daran habt. Für heute war es das mit diesem kurzen Ideenvideo. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.